Und damit herzlich willkommen zurück zu Astellia Online hier bei Explore RP. Schön, dass du eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist und wir dürfen weiterziehen. Am Auktionshaus von Zeneza waren wir jetzt letzte und vorletzte Folge. Wir ziehen jetzt weiter zum Tor der Weisen. Wo immer das auch ist. Scheint nicht gut, ist nicht sonderlich weit weg. Da scheinen dann auch die nächsten Quests auf uns zu warten. Ist das nicht da, wo wir in letzter Folge die Quests abgegeben haben? Nur wenn möglich, ohne irgendwas zu pullen. Jetzt haben sie neue Queste. Juppie! Oh. Is it the end of my research? Nein, es fängt gerade erst an. Aha. Okay, ja. I don't understand the wizards. How could they... It's hard working, but I can manage. Aha, das muss einzigartig. Gut. Mhm. Die Dankbarkeit des Sohnes. Er hat keine Quest. Und er auch nicht. Und das, was wir erledigen sollen, ist alles im Näheren. Ja, schon wieder die Köpfe. Ernsthaft. Brauchbares Teil. Schau mal. Arch Nightmare. Was sollen wir denn hier? Was zum Looten? Respawn. Hallo? Komm, Dicker. Glaube ich. Das kann bei jedem sein oder erst, wenn wir 1000 Stück geklappt haben. Den habe ich so gelöscht.
Die müssen wir eben tauschen. Den nach da, den nach da. Den hier rüber. Gut. Dich brauchen wir ja mal so gar nicht. Voll. Ausschnitte aus dem Tagebuch sollen ja sein. Dann machen wir die erstmal hier wieder. Ne, ich bin dabei gar nicht mehr so sicher, ob das richtig ist, was wir hier machen. Schließe den Tempel der Segnungen ab, sprich mit Edge-Schüler. Okay. Besiege die Schöpfung der Zauberer und bring den Stein der Macht zurück. Golems und die Tio, okay. Das war Schöpfung Nummer 1. Oder auch nicht. Ja, einer von denen hat einen Stein. Hast du ihn? Hast du ihn? Hast du ihn vielleicht? Auch nicht wirklich. Yep.
lässt uns aber auch ganz schön ups kloppen, ne? Muss doch endlich. Ich hoffe nicht, dass die Quest vorbei ist. Das hatten wir ein einziges Mal, dann mussten wir auch was looten und es ist zum Verrecken nicht gedroppt. Aus immer mal guter Dinge. Diese Splitter zusammenfügen hier. Splitter eine Schale. Gucken wir mal ins Inventar. Nicht, dass wir die Sachen schon haben. Den machen wir nochmal. Vorsichtshalber. Und dann schauen wir mal ins Inventar. Was könnte das denn sein? Materialien? Eher nicht. Ja, da kann man nichts draus machen. Questgegenstände? Es wird ein Ziel benötigt. Lassen wir das denen aus der Tasche klar? Magical creatures made by a single person. Yep. That's some crazy talent. I hope she uses her talents for the greater good. She will get along well with the witches. Goodbye, my creations. Jo. Fängst halt nochmal von neu an. We must re-erect the ancient headstone to enter the society. It's hard working, cheer but up. I can manage. So, ne, was sollen wir jetzt machen? Finde mit Hilfe des Juwels. Finde mit Hilfe des Juwels mit Magiewahrnehmung die Teile der beschädigten Tafel. Mhm. Achso. Das ist nur einmal. Ah!
Also, 4 Stück noch. Von so Questen hätten sie viel mehr machen müssen. Sie ist nicht konstant, weil das wird auf Dauer ja auch langweilig, aber öfters halt. So, one for the road. Please come again. Yes. Da ist er. I can't stand this. It's going to take forever to gather them this way. It was at the Seneca auction house. I saw her digging for tombstone fragments there. I heard they are expensive relics. Gut, wir müssen zurück zum Lager. Master, it will be better just to buy them. There is no end to this. Es wäre besser, sie einfach zu kaufen. Ein sauer verdientes Geld ausgeben, ernsthaft. So. Kaufe den Baustein von einem Schmuggler. Welcome. Welcome. Tart, Milch, Tee. Ist das das? Oh ja. Goodbye. Kaufe den Baustein von einem Schmuggler. War es das jetzt? Oder habe ich es? Kann unter aktuellen Bedingungen nicht verwendet werden. Was? Hier? Nein. Hier? Kauf den Baustein von einem Schmuggler. Naja, keine Ahnung. Gucken wir in der nächsten Folge, weil wir sind jetzt schon bei 19 Minuten und ich muss jetzt nach einer längeren Aufnahmesession wirklich mal ein Päuschen machen. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao.